Na gut. Hallo, ich habe einen Marienkäfer aus Fimo gebastelt. Den möchte ich dir heute zeigen. Ups, da ist mein Zauber wohl fehlgeschlagen. Hier ist der kleine Kerl, ein Marienkäfer aus Fimo. Wie du hier siehst, hat er auf dem Rücken statt ein paar Punkten besondere Canes, die ich dir im Video zeigen möchte. Schau einfach in die Bemerkung zum Video, dort findest du die Zeitlinks und kannst dir ganz genau anschauen, was du zum Marienkäfer sehen möchtest. So, zunächst zum Material. Du brauchst einmal schwarz und dann vier Farben. Am besten mit weiß, aufsteigen nach oben, immer etwas dunkler werden. Ein Messer und einen Acrylroller. Daraus stellst du nun bis auf das Schwarz jeweils vier Fimo-Würste her. Nun werden diese Würste farblich sortiert und nebeneinander gelegt. In der ersten Reihe weiß, helles Rosa, mittleres Rosa und dann dunkles Lila. In der zweiten Reihe kommt nun zuerst das helle Rosa, danach das Weiß, wieder ein helles Rosa und dann zum Ende das mittlere Rosa. Die dritte Reihe beginnt nun mit dem mittleren Rosa, anschließend folgt hell, weiß und wieder das mittlere Rosa. Dann ist auch Ebene 3 fertig. Zu guter Letzt die vierte und letzte Ebene. Dort beginnst du mit dunklem Lila, mittlerem Rosa, hellem Rosa und dem Weiß. Siehst du nun in deine Cane, müsste das Weiß diagonal durch die Cane verlaufen. Jetzt zum Schluss machst du mit dem Schwarz noch zwei dünne Schnüre und bringst diese seitlich entlang des dunklen Lila an. Es reicht, wenn du es ganz leicht andrückst. Es muss nicht irgendwie schön sein, einfach nur zum Ende etwas schwarzes Fimo. So, nun schauen wir uns den Würfel doch mal an. Das Weiß verläuft mittig und am Rand wird es dunkler. So musst du nun die Masse auch reduzieren. Drücke sie vorsichtig stehend auf den Ecken nach unten, ganz flach. Zum Schluss nehme dafür den Acrylroller, sodass du deine Farbbahnen erhältst. Nun teile dein Farbband in fünf Abschnitte und lege diese locker und leicht aufeinander. Die Farben müssen dabei nicht unbedingt genau stimmen.
So, wie du siehst, ist das ein kleines Farbenspiel. Nun musst du das Ganze wieder mit den Acrylroller auseinanderwalzen. Nicht zu sehr. Nimmst du dann deine Finger und drückst es zusammen, bis du eine schöne Cane hast. Dadurch, dass du die fünf Bahnen aufeinander gelegt hast, entsteht ein ganz eigener Effekt. Es sieht so aus, als würden die Farben leicht miteinander verschwimmen und nicht so klar übereinander liegen. Hast du die Cane einigermaßen reduziert und verkleinert, ungefähr so, dass du 2-3 cm Durchmesser hast, schneide den Anfang ab und lege sie nun um einen schwarzen Fimo-Punkt. Schau einfach, wie viele Farben du rundherum platzieren kannst. Nicht immer brauchst du gleich viele. Rundherum hältst du so fast etwas, das aussieht wie ein Auge. Nun, wenn die Cane fertig ist, kannst du sie noch auf das gewisse Maß reduzieren. Für den Marienkäfer habe ich einfach die überstehenden Enden abgeschnitten und als Körper vormodelliert. Erst dann lege ich darüber mein schönes Fimo. In diesem Fall einen hellen Rosaton. Damit wird der Marienkäfer die Schablone nun verkleidet. Mithilfe eines Modellierwerkzeugs kannst du dann überstehende Kanten schön verstreichen, sodass diese nicht mehr zu sehen sind. Nachdem du deinen Marienkäfer passend eingepackt hast und rundherum mit Fimo verkleidet hast, ist die Cane an der Reihe. Diese kannst du nun auf den Panzer des Marienkäfers legen. Auch hier arbeite ich wieder etwas mit dem Modellierwerkzeug, dass die Übergänge nicht sonderlich zu sehen sind. Sind doch sehr große Lücken, nehme ich einfach kleine Cane-Stücke und bringe diese dazwischen an. Über die Anzahl der Cane kannst du die Punkte auf deinem Käfer bestimmen. Na, dann hoffe ich, dass auch dir dein Marienkäfer gelingt. Viel Spaß mit der Cane und beim Modellieren. Alles Liebe, tschüss! Hallo Bastler! Bist du Fan von Fimo, Origami und Paper Art? Na dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir regelmäßig Videos und freue mich, wenn du auch einschaltest. Hast du Anregungen, Kritik oder Wünsche? Dann findest du meine Kontaktdaten im Kanal. Dort kannst du mich auch alles fragen, was dir gerade so auf den Lippen brennt. Bis bald und zum nächsten Mal. Deine Froni. Tschüss! Schnee! Juhu!